Jo, moin Freunde, was geht? Heute werde ich euch mal einen Vergleich machen. Und zwar zwischen zwei Beko China Böller B. Und zwar einmal mit dem alten Warenzeichen und dem Corsair-Label. Und einmal den ganz aktuellen F2 Böller. Kein Backcover mehr, sondern alles unten steht das. Wenn es immer rangezoomt wird. Ah, jetzt. Hat eine NEM von 8,4 Gramm auf 6 China-Böller. Hier ist ein bisschen auf. Sind nur noch 4 Stück drin, statt 6. Hier steht keine NEM drauf, sondern nur ein Bruttogewicht von 55 Gramm. Und ja, dann werde ich die jetzt mal zünden und euch testen. Wir fangen an mit zweimal dem Corsair-Label und dem alten Warnzeichen von Weco. Nur drücken ganz ordentlich. Zweite. Nur haben euch Bums drauf. Ja, weiter geht's dann mit dem aktuellen F2 China Böller B von Weco. Naja. Wie man aktuelle Ware halt einschätzen soll. Der zweite. Ja, gut. Auf jeden Fall die Corsair aus dem mit dem alten Warnzeichen, die WKB waren natürlich besser als die jetzt.